Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Ja, heute ist es mal wieder soweit, es beginnt eine neue Bücherreihe. Und ich bin sehr froh, dass es eine neue anfängt, denn die letzte war nicht gerade gut. Aber gut, da kann ich ja nichts für. Auf jeden Fall lesen wir heute die Bücherreihe, wo ich mich schon immer gefragt habe, gibt es wirklich so viele Bücher, wie es da angegeben ist? Oder gibt es nur bestimmte Teile? Und zweitens ist der Fall. Es gibt nur bestimmte Teile, und zwar, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, die Lieder der Rückkehrbänder. Es gibt tatsächlich nur die fünf, die ihr hier seht. Ich habe alle. Es gibt zwei. Es gibt 56. Es gibt 7. Es gibt 19. Und 24. Wir lesen ihn natürlich trotzdem nach der Reihe, also nach den Zahlen her. Aber es wird wahrscheinlich keinen Sinn ergeben, aber... Jetzt frage ich mich natürlich, was ist mit den anderen Bändern von Lieder der Rückkehr? Gibt es die in den ganzen Elder Scrolls-Spielen verteilt? Das heißt, dass es welche in Morrowind gibt, welche in dem Daggerfall-Spiel, was... Gab es ein Hammerfall? Es gab auch ein Hammerfell-Spiel, ne? Ja. Gibt's die da auch? Und dann andere Bänder? Das wäre mega cool. Das würde ich echt feiern. Ja, aber wir lesen heute den zweiten Band. Lieder der Rückkehr, Band 2, die erste Geschichte der Darumzu. Okay. Daraufhin schickte unser großer Fürst Yskramor, unsere aller Herold, seine zwei geliebten Söhne, neben ihm die einzigen anderen Überlebenden der Grausamkeiten von Sartal, auf die Suche nach den tapfersten Kriegern des Landes, um sich für die große Rückkehr zu rüsten. Yngol und Yulgar, so hießen sie, und in Admora waren sie bekannt als gute Krieger mit klaren Augen und großer Zukunft. Yngol der Ältere war der tapfere Stratege, der seine Kenntnisse auf dem Schlachtfeld anwandte, um seine Feinde zu besiegen, noch bevor diese merkten, dass die Schlacht begonnen hatte. Yulgar der Jüngere besaß einen standhaften Geist, der seinen unvergleichlichen Heldenmut im Krieg zu überwältigenden Heldentaten trieb. Zusammen als Verstand und Arm konnten sie jeden Widersacher, der vor ihnen stand, gründlich und ruhmvoll niederstrecken. Bevor sie sich trennten, um ihre Mannschaften zu versammeln, ergriffen sie sich nach allen Sitten am Arm und am Nacken und lachten zum Himmel wegen ihrer Geschichten, die noch kommen sollten. Dann begab sich der junge Yulgar zu den gewaltigen Werften von Yulquerfyk am südlichen Kap und gab zwei Schiffe für sich, für ihn und seinen Bruder in Auftrag. Er sollte die Darumzu befehligen und sein Bruder die Harak, die Namen der meistgeliebten Sterne an ihrem Himmel trugen. Die Schiffsbauer kannten Yskramors Geschichten von den grausamen Elfen nur zu gut und begonnen damit, Schiffe zu bauen, die ihren edlen Heimatland alle Ehre machten. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen waren, machten sich Yulgar auf zu den Akademien geehrter Soldaten und suchte seine verlässlichen Freunde und Berater auf, damit sie sich ihm die Rückkehr anschlossen. Inzwischen eilten ihm die Geschichten von dem neuen Land im Süden voraus, und die Kunde von seiner Anwesenheit allein reichte aus, dass die besten Krieger ihre aktuellen Vorhaben niederlegte und ihm folgten. So konnte er die große Schildschwestern Froa und Groster, die wie eine dachten und sprachen, an seine Seite rufen, und mit sich brachten sie die weisen Kriegslehrerinnen Adrimb, die sie als erster gelehrt hatte, zwischen den Klingen zu tanzen. Diese wiederum versammelte alle Schüler, die unter ihrem Befehl standen und sich noch keine Namen gemacht hatten, doch von denen machen eines Tages bekannt sein würde Hermeskra, der sein Schild warf, Urlach, der Feuer spuckte, Ramt, der Größere, Merkylian Ramt und Uche, der Weitblickende, der die erste von vielen Morgenröte sehen würden. Als nun endlich der Tag der Überfahrt gekommen war, an dem die viel rudrigen Flotten die fernen grünen Sommer von Admora zum letzten Mal sehen sollten, waren die Brüder nahe im Kielwasser ihres Vaters, während die neu versammelten 500 ungeduldig nach Tamriel drängten. Yulgar konnte seinen wohlgelaunten Bruder von fern über die Wellen winken sehen, und sie riefen einander Kriegsgeschreie zu und sehnten sich nach dem bald bevorstehenden Tag, an dem ihre Mannschaften gemeinsam das falsche Elfenblut auf den Boden vergießen würde, den sie nun als ihr eigen beanspruchen wollten. Doch kühnes Fürsorge darf nicht zu leicht genommen werden, und obwohl ihr Segen und den kühnen Soldaten auf dem Weg zu ihrem Geschick Wind und ihnen den Segel gab, so fielen auch ihre gewaltigen Tränen, um sie auseinanderzutreiben. Als der Sturm der Trennung sich erhob, empfand der junge Yulgar keine Furcht, denn seine Mannschaft war stark und geschickt, und ihr Schiff schnitt durch den Wind der Wogen, als würde es vom Tau des Schicksals gezogen. Als sich die Himmel klärten und Yulgar mit neuen Augen das Land seiner vergangenen und künftigen Heimat erblickte, war von dem Schiff seines Bruders bis zum Horizont nichts zu sehen. Der Kiel der Darumzu, die verspätet ankam, schnitt in den Sand, und Yulgar eilte zu seinem Vater, um sich nach seinem Bruder zu erkundigen. Der große Yskramor, unser aller Herold, weinte um seinen verlorenen Sohn und suchte Trost in den Armen seiner einzig verbleibenden Freunde.
Die Mannschaft der Harak gehörte zu den ersten Todesopfern unter den 500 und Jülger war so wütend aus Liebe zu seinem Bruder, dass die Namen seiner Mannschaft bald als erstes unter den vielen edlen und geehrten Namen der Gefährten aufgeführt werden würden. Jo, das war's. Das war Band 2. Als nächstes kommt Band 7. Ich weiß nicht, ob sich die Geschichte irgendwie fortsetzt. Trotzdem, obwohl es halt verschiedene Bänder sind, oder ob man jetzt bei Band 7 komplett woanders einsteigt. Ich bin mal gespannt. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich hoffe ihr auch. Wenn ja, schaltet morgen in einem Let's Read wieder ein. Das wird dann Band 7 sein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.